Gut, gut, gut. Dann holen wir hier auf jeden Fall auch noch gerade. Ach, das ist da, wo der Aufzug das eine Mal abgestürzt war, wa? Wirst du deinen Hut vor Harley. Ah, ja, komm. Das ist ja. Das ist ja total schwer. Was für Objekt zu klein? Bist du doof? Objekt zu klein. Stehe ich vor so 20 Milliarden. Magst du Rätsel, Batman? Das ist so behindert. Was für Objekt zu klein? Da vielleicht? Okay. Habe ich. Weiter. So, wo geht's jetzt hin? Ah, da oben. Mache auf die Türe. Diep, 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 diep. Wo ist die Wand offen? Da ist die Wand offen. Kryptografischer Sequenzer, bitte. Danke. Okay, das hätten wir damit auch. Irgendwo hier direkt soll was stehen. Da habe ich. Und vorne, direkt neben der Tür. Neben wo? Neben hier? Andere Seite. Irgendwo. Hier? Hier. Patientengespräch Nummer 44. Noch ein Gespräch mit Edward Nigma. Ich muss mich noch entscheiden, ob er ein Genie ist oder einfach nur fehlgeleitet. Aber ganz egal, was er ist. Nur in seiner Gesellschaft zu sein, ist sowohl irritierend als auch mühsam. Hallo, ja. Sie sehen müde aus. Kann ich Ihnen bei irgendwas helfen? Nein, danke, Edward. Ich bin hier, um dir zu helfen. Das sind wir alle. Verzeihen Sie mir meine Arroganz, Doktor, aber wenn Sie glauben, dass ich Ihre Hilfe brauche, dann, naja, ja. Sind Sie hier genau richtig. Sehen wir die Sache mal aus einem anderen Blickwinkel. In deinem Leben hast du dich auf bizarre Fallen und verwickelte Hinweise spezialisiert, die meistens mit dem Tod der unglücklichen Teilnehmer enden. Und wenn die Bürger Gothams schlauer wären, wären meine Spiele nur eine amüsante Ablenkung. Anstatt Todesfallen. Sie sollten mir wirklich danken. Ich merze die Unwissenden, die Dummen, die Nutzlosen aus. Aber keine Sorge, ich bin sicher, Sie wollen überleben. Was für ein hübsches Foto auf Ihrem Schreibtisch, Doktor. Ihre Familie. Vielleicht Ihre Mutter. Stell das hin. Aus hier. Sofort aus. Wachen! Ich habe gar keine Ahnung, warum die jetzt nicht mehr mit dem Edward reden wollte. Der wollte sich doch nur nach der Familie erkunden. Ist doch alles okay soweit, oder? Also da fragt man einmal nett nach und dann sowas. Ah ja, der gute Edward Nigma. So, dann haben wir, stimmt, den einen, den hatten wir halt noch nicht fertig. Okay, hier in dem Häuschen wahrscheinlich drinne. Und damit hätten wir dann. Lass uns über deine Besessenheit von Batman reden. Das ist wohl kaum eine Besessenheit, Miss Young. Ich fühle nur einen Zwang, ihn loszuschwellen. Weißt du, wer er ist? Viel wichtiger, ich weiß, was er ist. Was meinst du? Ist doch klar. Die Maske, die Waffen, das Angsteinflößen. Er ist ein Verbrecher. Nicht anders als Joker, Two-Face oder ich. Die meisten sehen ihn als Helden. Die meisten sind Idioten. Sie sehen Batman nicht als den Verbrecher, der er ist. Löse mein Rätsel. Wie kam er an sein Auto und seine Ausrüstung? Ich kann nicht. Er siegt mit Geld, das er Verbrechern gestohlen hat. Wieso drückt Gordon bei seinen Possen ein Auge zu? Batman besticht ihn. Die Antworten liegen genau vor ihrem dummen, glotzenden Gesicht. Edward, bitte beruhige dich. Mach auf, Gordon! Kein gesunder Gesetz. Okay, also der Gute ist natürlich, es gibt so da von aus damaligen Batman-Folgen und was, gibt es auch so die ein oder andere Folge, wo es Edward Nigma auch fast gelungen wäre, wirklich hinter die Identität von Batman zu kommen. Hier oben ist doch bestimmt zu, oder? Ja, da ist zu.
Heißt das, dass es zu ist? Ah, ich muss wieder außen rumlaufen. Ja, dem wäre halt fast gelungen, eigentlich das ein oder andere Mal eigentlich die Identität von Batman zu lösen. Aber halt, im Endeffekt ist immer was dazwischen gekommen. Oder Batman hat immer im letzten Moment noch einen intelligenteren Clou halt als Nigma, also als der Riddler halt gezogen und ist damit einfach dann immer davon gekommen. Also, man muss aber auch sagen, genauso nah wie er dran war, war auch schon Hugo Strange, also Dr. Professor Hugo Strange. Selbst der Joker hat es fast schon herausgefunden. Ja, aber es sind halt immer diese beinahe Sachen, die die Geschichten dann auch erst richtig interessant machen. So, ein Pfeil vom guten Herrn Riddler haben wir also noch, was wir uns irgendwo besorgen können. So, hier wieder angekommen. Hä? Ich habe hier irgendwas liegen lassen. Okay. Wüsste ich jetzt nicht, aber holen wir uns halt, wenn wir auf dem Weg nach draußen sind. Erstmal geradeaus, würde ich sagen. Klinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass es einmal das beste psychiatrische Beurteilungs- und Rehabilitations- Aber das allerbeste. Jeder kennt die Geschichten der sogenannten Superverbrecher, die hier behandelt wurden. So genannt. Man weiß es nicht genau. So, ich wollte eigentlich jetzt nochmal eine Pause einlegen, aber wir kommen hier gerade so gut... Na komm! Wir kommen hier gerade so gut durch. Weil ich müsste nämlich erstmal noch ein bisschen Platz schaffen. Er sah zu, als ich in die Zelle kam. Er lächelte, als ich ihm das Messer zeigte. Ich sagte ihm, wie ich es benutzen wollte. Wie ich die Stadt säubern will. Und dann der Terror. Ich war paralysiert. Ich wehrte mich. Ich schrie, aber ich blieb ruhig. Das Monster sah mich an, ausdruckslos. Er zog mein Messer langsam über meine Stirn. Ein Lächeln zog sich über sein schreckliches, porzellanartiges Gesicht. Und ich hörte, wie ihm der Dreck aus dem Mund fiel. Er lachte und redete mich mit diesem schrecklichen Namen an. Mit welchem schrecklichen Namen? Bitte? Wenn man das wissen dürfte, dann wüsste man doch endlich, wer du bist. Danke. Das wäre doch eigentlich genau eben das, was wir haben wollen, wissen wollen mittlerweile. Yay! Naja. Ist ja auch spät in der Nacht. Ich darf mich versprechen. So. Ja, genau. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Sie werden garantiert wahnsinnig oder zu irgendwelchen Monstern umfunktioniert, wenn Sie bei uns in der Behandlung sind. Jeder kennt die Geschichten der sogenannten Superverbrecher. Also Happy Halleluja, komm rüber und sei Teil der Monster Family. So, wo komme ich denn hier lang? Ah, okay. Habe ich, dankeschön. Und was finden wir hier drinnen? Nochmal den Amadeus, oder? Oder den möchte gern Amadeus, wo wir jetzt mittlerweile wissen, dass es nicht der Amadeus ist. Haben wir jetzt alles hier? Stellst du dich der Herausforderung? Oh ja.
Ich würde sagen, wir brauchen nicht mehr allzu viele. Dann ist es noch ein Tonband. Die letzte Aufnahme mit dem guten Riddler werden wir uns jetzt am Eingang wahrscheinlich abholen können. Naja, das beste psychiatrische Beurteilungszentrum, ja. Marobmann. Ja, leider kann man nicht hier einfach durchgehen. Oder doch? Klar, so bin ich ja auch da reingekommen. So, wo ist denn hier unsere letzte Disc? Unser letztes Tonband? Hier, direkt auf dem Tisch vor uns. Das ist mein letztes Gespräch mit Edward. Ich bin so weit gegangen, wie ich konnte. Ich kann seine Stimmungsschwankungen und Wutanfälle nicht länger ertragen. Ich muss mich um Wichtigeres kümmern. Er wird nächste Woche Dr. Whistlers Betreuung unterstellt. Guten Morgen, Doktor. Wie geht es Ihnen heute? Danke. Gut, Edward. Du hast gute Laune. Ich bin immer in bester Stimmung, wenn ich entlassen werde. Edward, du weißt, dass für dich die nächsten 3 Jahre eine Bewährung nicht in Betracht kommt. Zuerst werde ich bei diesem Italiener an der 19. Straße zu Abend essen. Wirklich, Edward? Ich hoffe nur, dass Joker die Stadt noch nicht ganz zerstört hat. Naja, das werde ich ja bald herausfinden. Warte. Hattest du Kontakt zu Joker? Er ist schon vor Wochen aus Arkham entflohen. Man hört so Sachen. Was für Sachen? Was hast du gehört? Oh, etwas über eine Überraschungsparty für Batman. Den Rest habe ich vergessen. Sie wissen ja, Joker. Edward, wenn du was weißt, was wir sagen, Leben könnten auf dem Spiel stehen. Was hat Joker gesagt? Sie vergessen, Doktor. Ich bin der, der hier die Rätsel aufgibt. Aha. Also der Riddler wusste von vornherein auch so ein bisschen, also die Patienten, sagen wir mal, reden miteinander. Das ist, man könnte fast davon sprechen, dass sie sich versuchen, gegenseitig zu therapieren. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte unser Lieblingsspielzeug haben. Hätte ich ja fast rüberlaufen müssen, ey. Wäre ja langweilig. So. Und dann gehen wir jetzt noch eben hier rein. Kann ich vielleicht sogar... Ach, weißt du was? Das machen wir auch noch eben. Ich glaube, die Sachen sind alle so zentral gelegen, die können wir eben ablaufen. Das ist, glaube ich, möglich. Hä? Moment. Ach, hier lang. Ich wollte eigentlich erst jetzt noch eine Aufnahmepause machen. Da hinten müssen wir nicht mehr hin, nur noch dahin dann, das ist gut. Nur noch einmal dahin. Gut. Mach auf, scheiß Tür. Da weiß ich auch wieder, was das ist. Wo wir da hin müssen. Das ist nicht mal unbedingt ein Raum. Das ist nämlich hier, weil das Wasser da unter Strom gesetzt war. Mussten wir nämlich so machen. Genau, eben drum. Dann können wir uns den Amadeus unterwegs anhören. Das muss Crane sein. Noch einer, der es nicht verdient hat zu leben. Wieso erfreuen sich diese Leute am Chaos? Besonders Joker wünschte sich Anarchie herbei. Und sein Ausbruch wird die Stadt sicher ins Chaos stürzen. Ich spüre, das ist das Ende meines Tagebuchs. Joker wird man wieder einfangen. Meine Geschichte wird erzählt werden. Ich habe keine Angst. Wenn Arkham mein Gefängnis wird, will ich sicher sein, dass ich mein Bestes gegeben habe. Man wird sich meiner erinnern. Ja, und wer bist du jetzt, du Knilch? Okay. 4 Stück haben wir ja noch. Also einen letzten. Warte mal, und Zähne noch, oder was?
Nee, die 10 haben wir auch. Prometheus, la, irgendwas. So. Na, komm her. So, die Wand. Das ist die Enigma-Show. Wie komme ich denn? So. Alles klar, das haben wir. Na komm. Das haben wir auch. Prima. Aha, warte mal. Eins. Ich verliere die Geduld. Du betrügst. Das musst du einfach. Riddler-Übertragung. Die Daten werden übertragen. Wir wissen, anscheinend ist gerade, wird langsam so ein bisschen. Da irgendwas an der Wand. Prometheus. Und jetzt haben wir hier noch. Ja, ja, ist okay. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall noch zwei Aufgaben. Einmal der Amadeus. Und einmal. Warte, ja, das andere müssen wir von. Ist okay. Ist okay. Gut, also werden wir uns erstmal den Amadeus mal anhören. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Obwohl Amadeus schon lange tot ist, lebte sein Geist weiter. Er überlebte und zog durch die Mauern der Anstalt. Als ich ausgewählt wurde, war ich stolz. Ich fühlte mich geehrt, seine Arbeit fortzusetzen, die Stadt zu säubern. Wenn ihr entschlossen genug seid, meinen Geschichten zu folgen, ist euer Wille stark genug, daraus meine Identität zu folgern. Komm und finde mich, Freund. Zusammen werden wir Gotham retten. War's das? Was für Komm und finde mich, Freund. Okay, auf jeden Fall. Das ist unser letztes Rätsel. Pass auf. Was? Du hast es geschafft? Du musst betrogen haben. Du kannst mich unmöglich geschlagen haben. Du wolltest es doch so, Batman. Meine letzte Herausforderung für ganz Gotham ist nur noch Sekunden entfernt. Was? Sirene. Die Polizei. Du hast geschummelt, Batman. Du hättest mich niemals überlisten können. Polizei, aufmachen! Ich sagte, machen Sie die Tür auf! Auf den Boden, auf den Boden! Sag mir, wie hast du rausbekommen, wo ich war? Hast du gehört? Ich, Edward Nygma, werde... Ja. Und damit ist der gute Riddler wohl mal wieder der Verlierer am Ende des Tages, oder? Ich würde sagen, dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt, das Ganze nochmal eben abzulaufen und diese Sachen anzuhören, extra Geschichten uns zu besorgen. Und hier mache ich jetzt vorerst Schluss. Und wir sehen uns dann bei der nächsten und letzten Aufnahme. So wird es, denke ich, sein, weil wir jetzt auf den Endkampf zugehen. Von Batman Arkham Asylum. Ich hatte viel Spaß mit euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder. Keine Frage. Bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir bei der vermutlich letzten Aufnahme von Batman Arkham Asylum. Und ich habe noch ein kleines Goodie für uns, ganz zum Schluss.
Und zwar, dafür musste ich eben nachschauen, weil ich das für uns halt lösen wollte. Ich habe nur geguckt, wo ich es finde. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe es noch nie gesehen und nichts. Wir werden jetzt zusammen noch etwas rausfinden können. Und dafür müssen wir noch einmal dahin. Lasst uns also nochmal einen letzten kleinen Spurt durch das Zuchthaus nehmen. Nein, ich hätte einfach gerade ausgemusst. Einen letzten kleinen Spurt hier durch das Zuchthaus. Genau, geradeaus, geradeaus. Und dann werden wir gleich noch was Schönes finden, weil ich da halt extra nachgeschaut habe. Ich wollte das mit euch extra zusammen erleben. Das letzte Rätsel sozusagen lösen. Und zwar sind wir doch hier. Genau. Und jetzt können wir... Mein Name ist Quincy Sharp, der Geist von Amadeus Arkham. Du hast gut daran getan, meine Geschichte zu entschlüsseln. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich vertraue darauf, dass du aufgrund meiner Aufzeichnungen das Richtige tust. Bitte. Ich flehe dich an, setze meine Arbeit fort. Die Stadt verdient einen Retter. Bitte führe meine Arbeit fort. Echt, das war's? Okay, aber damit wissen wir jetzt, wer diese Sachen eben alles eingesprochen hat und wie es sein kann, dass wir eine Chronik sozusagen eigentlich von einem Toten finden. Also war es gar nicht der wirkliche Amadeus Arkham, sondern eben der Kollege Quincy Sharp, der sich nun ja als Reinkarnation des Amadeus sieht. Rockmare Amadeus. Und jetzt, es ist Zeit, dass wir den Machenschaften des Jokers ein für alle Mal ein Ende setzen. Den Riddler haben wir besiegt. Wir waren schlauer als er. Scarecrow haben wir besiegt. Wir konnten seine Furcht gegen ihn wenden. Und waren fürchterlicher als er. Wir waren bestialischer als Killer Croc und massiver als Bane. Giftiger als Poison Ivy und agiler als Harley. Und jetzt 20 Gegner. Nur Gästeliste. Mhm. Wenn ihr Name nicht auf der Liste ist, kommen sie nicht rein. Und jetzt werden wir uns die letzten holen. Ah, nein, ein falsch. Bane. Ah, hier steht's. Batman. Ey, lass mal dein Schild fallen. So. Nochmal den aus. Nochmal den aus. Der geht auch schlafen. Komm her. So, und jetzt also das letzte Gefecht. Normalerweise würden die Typen uns hier drinnen nichts tun. Aber heute ist nicht normalerweise. Na dann kommt mal her, ihr Flaschen. Ich würde sagen, wir packen uns. Wir packen uns die nämlich jetzt alle. Hier entkommt nämlich keiner. Du wirst auf dem Boden liegen und bluten. Du
Du schlägst wie ein alter Mann! Ja, komm her! Du bist tot, Batman! Mhm, oder auch nicht. Du meine Güte! Halt still, während ich dein Gesicht in den Boden habe! Sag ihn nochmal! Nix da! Jetzt gibt's nämlich ordentlich! Du wirst Blut! Bums, mach nochmal! Und du auch noch! Oh, fuck it. Ich mach Hackfleisch aus dir. Ist das alles, was du kannst? Ja. Oh, spring. Kriegst du was davon? Na? Nein. Was ist passiert? Nein! Da verdammt! Ich grüße meinen gefallenen Feind! Habe ich mich ein bisschen übernommen, fürchte ich. Habe ich denn... Okay, die haben wir trotzdem gehabt. Ich kann mich aber damit leider nicht zufrieden geben. Ich muss die Typen einfach ausschalten. Die sind gut. Boah, was? Ey, warum hat er den nicht gekontert? So. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen was anderes ausdenken müssen. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Und jetzt werde ich... Moment, ich hab da auch... Auf der Nummer 7... Na toll, die haben natürlich alle keine Halskrausen an. Wir können aber doch bestimmt den dreimal... So, nochmal und... Nochmal und... Nochmal. Ja, schlag ihn nochmal! Bist du was davon? Boah, warum kommt da der die denn nicht? Lass mir nicht kaufen. Ich mach Hackfleisch aus dir! Ja, komm. Und nächster. Nächster. Und spring! Nochmal weiter! Du wirst Blut! Ja! Meine Güte! Dein Gesicht wird ganz schön bluten! Ich werde dich zusammenschlagen! Ja, nee, überhaupt nicht! Nein! Ja! Ja! Wups! Junge! Einer gegen 16, was geht? Oh, ich hätte... Ah, okay, ich wollte gerade sagen, jetzt mit dem bisschen Leben weniger wäre das ziemlich doof geworden. Dem wir so freundlich empfangen worden sind. Bist du aufgeregt, Batman? Geht schon. Ich meine, wir haben die ganze Nacht darauf hingearbeitet. Haben wir das? Wir beide? Sag mir nicht, dass du dich nicht darauf gefreut hast.
Ich schon, ich war außer mir vor Freude. Überraschung! Ach. Alle meinten immer, ich solle zum Fernsehen. Das willst du nicht verpassen. Echt. Das wird ein Kracher. 10, 9. Moment. 8, ich will hier raus. 7, 6, 5, 4. Nein, nein, nein. 3. Lass mich hier rauf, verdammte 2, Scheiße. 1. Oh. Fuck. Ah. Dieser wahnsinnige Penner. Oh. Wieso hast du Batman nicht gestoppt? Ich? Es war dein Plan, du alberner Clown. Ja, ich schicke dich zurück zu dem Bauchredner, wo du hingehörst. Du musstest alles kaputt machen, oder? Oh, geht schon. Scarecrow an Croc verfüttern, Harley fertig machen, was übrigens mein Hobby ist, und alle meine schönen Venom-Pflanzen ruinieren. Es ist vorbei, Joker. Vorbei? Wieso, mein lieber, vom Wahn besessener dunkler Ritter? Weil wir dir jetzt einfach mal das Handwerk legen. Ich hätte damit rechnen können. Okay, ich sag mal, fuck.